Ich hasse die Musik. Und dann so dieses Vieh hier gleich. Oh. Heute Abend ist meine große Eistanzvorstellung. Und diese Hockeyspieler ruinieren alles. Jedes Mal, wenn ich meine Nummer starte, kommen sie und hauen mich mit ihren Stöcken. Ich wünschte so sehr, ich hätte einen Partner. Jemand, der mutig ist. Stark und schön und lila, der Feuer spuckt. Tja, ich sehe jetzt hier leider niemanden, der auf deine Beschreibung passt, aber okay. Hilfst du mir bitte, meinen Eistanz vorzuführen? Diese fiesen Rhinox-Eishockeyspieler machen sich auf dem ganzen Eis breit und ich will doch nur tanzen. Komm. Danke, los geht's. Los geht's! Das Einzige, was hier süß ist, ist das Geräusch von ihr, wenn sie übers Eis läuft. Lauft vor allem. Problem ist, ich habe momentan nur einen Kopfhörer auf und ich weiß nicht, wo die herkommen. Und das hört man sonst eigentlich ganz gut, wo die Tür aufgeht. Nein! Eieieiei, das war knapp. Yay! Rosen! Oder was das auch immer sein mag. Sieht sehr nach Rosen aus. Wir haben es geschafft. Das war meine beste Vorstellung. Ich glaube, einem der Schiedsrichter hat es aber nicht gefallen. Er hat mir das hier anstatt einer Rose zugeworfen. Warum nimmst du es nicht? An den Kopf geworfen. Cerny? Oder Kearney? Keine Ahnung. So, ich frag die jetzt nicht noch mal, weil die sagt nämlich, glaube ich, sowas Merkwürdiges, wo man dann denkt, dass man das noch mal machen muss. Aber ich glaube, man muss das nicht noch mal machen. Also sonst hätte die, glaube ich, auch direkt weitergequatscht. Wir sehen ja, wenn uns am Ende ein Ei fehlt. Ich freue mich auf jeden Fall schon ziemlich doll auf dieses Video, obwohl sich das, wie gesagt, halt noch ziemlich lange hinzieht. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das mache. Ob ich das mit meiner normalen Handykamera mache, weil das ist halt schnell gemacht. Oder ob ich das mit meiner ollen Spiegelreflex mache, die ich sowieso kaum benutze. Ich glaube, Handy reicht. Ich glaube, anders würde ich auch schnell die Lust dran verlieren, weil ich dann jedes Mal diese Dreckskamera rausholen muss. Hallo, stirbst du mal? Dankeschön. Ja, ich war viel zu früh. Okay, da kommen wir wahrscheinlich von dieser Plattform auf die andere hinten drauf. Jetzt kommt diese dumme... Ja gut, dann quatschen wir erstmal mit dir. Ich habe heute Morgen Eisblöcke aufgestellt, sodass Bob nicht vor mir am Eisfischloch ist. Wenn du das Loch ausprobieren möchtest, kannst du dir diesen Köder leihen, den ich benutzt habe? Für ein Loch. Das, was ich da kaputt gemacht habe. Chat. Ach übrigens, du kannst jederzeit unsere Gondel benutzen. Dankeschön. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Wisst ihr, hier liegen noch irgendwie so dumme Edelsteine rum. So. Super Speedway with the Könnerpunkt. So, hau mal erstmal rein hier, ne? Ich weiß nicht, ob der immer den gleichen Weg läuft. Ich glaub, der auch mal...
dann an dieser Kreuzung mal woanders hinspringt. Ich glaube schon. Ja. Das tut der gute Mann sogar, das ist ja unfassbar. Ach, doch noch gekriegt. Holla, die Waldfee. Betty. Wow, Black Betty. Gut. Ich glaube, es gibt hier 3 Stück. Ja, da ist der nächste. Nee, dann gibt es nur 2, weil es stand eben da oben. Hier hätte ich gerne andere Musik gehabt. Aber ich finde, die passt nicht so gut dazu jetzt hier. Ich bin ziemlich weit hinten dran, muss ich sagen. Aber ich liebe diese Kurve. Weil die so schön scharf ist. Nein! Ich bin den falschen Weg gelaufen. Wo ist der hin? Wo sind sie? Wer sie sind? Na komm, machen wir hier erstmal. Bevor ich das hier noch vergesse. Ah, dann können wir direkt den Könnerpunkt. Könnerpunkt holen. Ah, da vorne steht er wieder, das ist schön. Super nice. Scout, das war doch mal 1A gelöst. Ich muss den dollen Penner nicht immer hinterherlaufen. So, gut, da war noch eine Stelle. Ich glaube, da ist sogar so ein Ding drin, was man kaputt machen kann. Oh, ich bin dran vorbeigelaufen. Da. Ja. Da ist sogar so ein Ding drin, was man kaputt machen kann. So, wie viel fehlt uns denn noch? Gleite zur Himmelsinsel. Das ist auf jeden Fall in dem Großen. Ich wollte gerade auf die PlayStation-Taste drücken, die es bei der PlayStation 3 und 4 gibt, aber beim PlayStation 2-Controller gibt es das nicht. Dreieck und nicht Kreis, Mann. So, weiter. Ah, ich glaube, hier sind wir dann so weit durch. Ich muss noch den einen Weg nach links laufen, da bin ich nämlich noch nicht lang gelaufen. Hier. Glaube ich mal. Na gut. Ich glaube, das war's hier. Wir haben in der großen Welt, haben wir ja noch den einen Weg rechts rum und plus noch die Gegner, die da rumfliegen. Die auch nochmal 2 geben oder so. Wir hatten jetzt, ich glaube, 63. Jetzt fehlen uns noch 37 Edelsteine. Beziehungsweise im Wert von 37. Genau, die haben wir schon kaputt gemacht. Na gut, dann haben wir die nicht mehr. Ah, aber wir kommen hier hinten hin. Na gut, das haben wir ja schon gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass uns wieder irgendwelche Edelsteine fehlen werden.
So wie ich mich kenne. Das war jetzt irgendwie ein bisschen wenig, was hier rumlag. Aber da liegen noch 5er und 2er. Und ein 10er. Reese. War das jetzt alles? Das wäre super. Ah, super. Ich dachte, das kommt nicht mehr. Aber dann haben wir das Level fertig. Endlich mal ein Level, das wir wieder komplett fertig haben. Ich habe gerade voll auf die Welt Bock, Herbstfeld. Ich weiß nicht warum, frag mich nicht. Aber ich habe da gerade Bock drauf. Aber leider gibt es sie ja hier nicht. So, dann ab nach Hause. Was fehlt uns denn jetzt noch? Uns fehlt noch der Ring. Hier, diesen Sumpf haben wir ja schon gemacht. Das waren die Türme, glaube ich. Die Zaubertürme. Heißt das so? Hier, das mit den Pandas. Zaubertürme. Die haben wir schon gemacht. Panda? Da war doch irgendwann Panda. Hier, den Typen haben wir auch gemacht. Ist das schon wieder so lange her, ne? Da oben sind die komischen Sümpfe. Wer ist das, Zaubersümpfe oder was? Hier, jetzt gucken, wie das heißt. Spukende Sümpfe. Auf jeden Fall was mit Sumpf. Da lag ich dann ja schon mal richtig. Und hier war noch irgendwas mit... Hier. Bambusterrasse. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Aber ich möchte gerne das Fluglevel immer als letztes machen. Ich will in die Übersicht... Nein! Ja, die beiden fehlen uns noch. Bambusstraße. Und Bauernring. Wolkentürme fehlen uns 2. Ach, im Schmelzkrater können wir noch mit dem Typen. Das machen wir auf jeden Fall, wenn wir hier mit der Welt fertig sind. Dann düse ich nochmal schnell nach Gedönistan. Und mache dann da gerade das mit dem Bird. Wie heißt der? Irgendwas mit Bird. Sergeant Bird, genau. Dann mache ich das mit dem da gerade fertig. Oh nein. Drecksmusik. Das mit dem dies. Ich hasse das. Also Drecksmusik. Verpiss dich mit deinem Drecksraketendreck. Aber ich mag diesen komischen Weg hier, der ist toll. So, aber wir müssen erstmal mit ihm hier reden. Spyro, Rhinoxe ärgern uns schon den ganzen Tag. Die Arbeiter konnten nicht genug Bambus für den Kreisel ernten, der dich zum Abendsee bringen soll. Wir haben sie gebeten zu gehen, aber reden hilft bei denen nichts. Naja. Ich weiß nicht, ob es hier einen Könnerpunkt dafür gibt, dass wir den Bambus hier abfackeln. Weiß ich nicht. Was soll das sein? Das geht ja voll auf den Sack in dem Lied. Wo läufst du hin? Achso, die machen jetzt hier den Weg frei. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Und das Lied muss ich mir in dem kompletten Level einfach mal die ganze Zeit geben. Das ist nicht schön. Können wir quatschen? Oh, das war harte Arbeit, den Felsbrocken zu verschieben. Aber sobald ich wieder bei Atem bin, ernte ich weiter Bambus. Naja, mach du mal.
Hier gibt es dann auch noch so einen Rail-Shooter Level. Ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich, hier dieses Level, das erinnert mich übelst hart an das Level von Enter the Dragonfly. Ich weiß auch nicht warum. Da gibt es auch so ein asiatisches Level mit Panda-Bären, glaube ich.